Fuß würde ich sogar mitgehen. Zum Marienplatz, zum Richard, oder? Alter, bitte, ich kann dem Hund hier was sein. Ciao. Kommst du mit? Man sieht sich. Ja, okay, bin ich dabei. Dann wieder zurück. Aber nur wenn Homs der Pokémon Go auslässt. Nee, ich muss das machen. Digga, wir schlüpfen gleich 13 Kilometer, ja. Ja, Mann. Deshalb will er mitgehen, Alter. Er braucht doch 500 Meter, Alter. Letztes Mal 2 Kilometer. Zweimal 10 Kilometer Eier, gell? Ja. Yeah. Ich hatte noch ein paar Meter, ist so geil. Servus und so. Alles klar. Krass. So endgeil, gell? Dann schlüpfen die, ich so, mein Gott. Ich mach ein Ding. Erstes Ei, Rosana. Ich so, mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Zweites Ei geschlüpft dann, also gleichzeitig. Zweites Ei schlüpft, doch ein Rosana. Ich so, mein Gott, Mann. Ich so tot, Alter. Schauen wir mal, was wir mit dem alten Channel machen. Ja, Mann. Diese Woche wieder kein Video gedreht. Lauer doch kein. Ja, mit wem denn? Chongnob war nur da. Oder warum hast du nichts gesagt? Ich bin schon gespannt. Ich dachte, Nico wird auch kommen. Gä? Ja. Nico kann hier jetzt nicht den Channel alleine führen, Mann. Er hat schon letzte Woche. Ja, Mann, ich hab Nico echt auf den Fuß. Tati so gar nicht. Also ich musste Tati beim Pokémon Go spielen auflauern, damit ich ein Video von ihm mache. Investier mal so viel Zeit in Yugi, Mann. Leute, mach ich doch immer noch, aber nein, wobei, ich hab gesagt, dass ich erstmal einen Urlaub fahre und alles und ich bin erst wieder ab Oktober, November bin ich hier richtig am Start. Nein, Yugi hat mich echt angekotzt, ohne Scheiß. Und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, Mann. Jetzt bin ich ja wieder da. Nein, das wird so nichts ändern, Alter. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt mal auf die Turniere gespannt. Mal schauen, Mann. Vielleicht höre ich wieder komplett auf. Das ist das nächste große Turnier Bochum. Nein, Chunks Turnier. Sorry, I forget. 18.09. Schaut so rein. Kannst du auch mal spielen, oder? Was? Kannst du auch spielen? Ja, ich hab schon gesagt, fang an. Du sollst alle Sachen bis dahin ranholen, dann bin ich dabei. Ja, aber trotzdem, weißt du? Also kommen werde ich auf jeden Fall. Zeit macht halt deshalb mehr Spaß als Yu-Gi-Oh! Ganz ehrlich. Echt? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß. Ja, Yugi macht mir echt keinen Spaß. Oder hier ist ein Dratini in der Nähe. Okay, ich muss den jetzt suchen, oder? Mach mal gerade da. Okay, er zeigt dir noch nicht an. Hey, ist es wie Pokévision oder was ist das? So ähnlich. Zeigt es von Spielern an? Wie bitte? Zeigt es an, was Spieler gesehen haben oder jetzt nur wirklich von... Ein paar Timos auch in der Nähe. Jetzt wieder weg. Es zeigt, ich glaube von... Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es gut. Oh mein Gott. Süchtig. Süchtig. Und er sagt, er fängt dich wieder von neu an. Aber echt, Mann. Echt süchtig. Ich glaube, wir werden Alex nie wieder für die Million sehen, oder? Meine Güte. Ich meine, was dann, wenn ich ihm sage, ja, Alex, die Wette läuft, Mann. In 2 Monaten ist es dasselbe Level sein wie ich. Okay, und was wetten wir vor Kamera? Komm, sag an. Ja, und was ist da mit Yu-Gi-Oh? Und was willst du wetten? Was ist da mit Yu-Gi-Oh? Tot, oder was? Nein, es schafft beides. Und Schule und Führerschein, alles schaffen. Komm. Mhm. Sag mal, was wir wetten. Ich schaff's recht. Ja, dann sag mal. Ich schaff's recht. Ja, komm, sag mal an. Also ich glaube, da traut sich einer nicht, Wette abzuschließen. Erstmal musst du mal mir deinen 4 stärksten Pokémon. Und das Ding kommt bald, gell? Das Trade kommt bald. Bei mir zeigt schon. Bei mir doch nicht noch. Ja, mach halt größer. Und da ist es. Hast du es bei dir? Okay, nee. Bei mir kommt es nicht. Versuch mal. Geh noch einen Schritt weiter. WP 600.
Hoffentlich hat er gute IVs, oder? Und, schon angezeigt? Ja, bei mir jetzt. Wir werden nicht mal Straßen angezeigt. Okay, dein Ding ist endschlecht. Mein Internet. Ja. Okay, du hast so gar nichts, Alter. So ratzfratz und so, ist bei alles, wird bei allem bei dir nicht angezeigt. Ich bin Level 1. Also, ich hab's doch nicht. Er hat doch nicht mal einen Ratzfratz, Alter. Oh mein Gott, macht die voll fertig. Okay, ich fand das Dratini nicht mal. Tot, Alter. Tut mir echt leid, Alex. Ich hoffe echt sehr, dass du wieder zurückkommst. Alter, bei mir taucht's nicht mal auf, Mann. Und dann? Wenn du dir das Level auf, wenn du das, den Account auflevelst, dann gehst du auf Level, gehst du auf Team Rot. Dratini gefangen? Oh yes. Du auch? Schauen wir gleich mal die Bewertung an. Alter, wieso kommt's bei mir nicht? Das ist ganz gut. Oder halt's Maul, das ist tot, Alter. Oh mein Gott. Ihr seht, Leute, bei mir. Wieso bist du auch so nah, Mann? Du musst das Ding machen. Aber bei dir werden nicht mal Straßen angezeigt. Okay. Oh mein Gott, was ist da los? Ist dein Ding so schlecht, dein Internet, oder ja. was? Dann wollte ich kein Aldi-Talk. Ich okay. Doch, Mann. Ich hab das schlechteste Internet, das geht, Mann. Das wird direkt nach 2 Tagen gedrosselt und ich kann ohne Probleme spielen. Alter, was ist da los? Mach nochmal das aus. Verbraucht gar nicht so viel Internet, Mann. Okay, wir können hier die Straßen lang gehen, dann ist ein Pantimos. Also, lass mich erstmal meinen Dratini bitte fangen. Ja, beeil dich, wir haben nur 12 Minuten Zeit. Ey, entschuldige, Alex, bitte. Was willst du da fangen? Oh, das schaut so aus, als wirst du irgendwo in der Pampa sein, Mann. Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen. Einfach kein. Wie hast du davor Pokémon Go gespielt? Ja. Bevor ging es echt eigentlich flüssig. Das verstehe ich echt nicht mehr. Ich verstehe es gerade auch. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass du nicht zurückkommen ja, sollst. Ja, das habe ich heute auch getan. Ich glaube, die Bände den Account auch noch. Ja. Das ist halt das Problem. Ja. Und wenn wir. Also, Jungs, wie ist euer Pantimus so? Also, ich hab's gefangen. Du hast dein erstes? Nee, mein zweites jetzt. 995 WP. Ist das stark? Der jetzt schon, ja. Der erste war schlecht. Und er hat sogar gute IVs. Mhm. Sehr nice. Aber er ist halt kein Pokémon zum Kämpfen, ne? Ist er nicht. Oh. Oh, jetzt kommen die 10 Kilometer Eier von Hong. Jetzt sind wir mal gespannt. Oh. Oh mein Gott. Ja, Oida. Endschlecht, den kann man auch fangen. Ja, aber ich hab den noch nicht. Ja, sehr geil. Ich hab den, Alter. Pinzier habe ich immer noch nicht. Oh, das zweite. Oh. Oh, 10 Kilometer ein? Ja. Er hat 3, die schlüpfen. Oh mein Gott. Auch Rosanna. Traurig. Oh mein Gott. Das dritte muss aber jetzt reinhauen. Ich wünsche dir einen Relaxo, Mann. Ich wünsche dir echt einen Relaxo, Mann. Ohne Scheiß. Und ein Dratini, Mann. Relaxo. Ui, okay, aber auch gut, Mann. Ja, heftig. Mann. Auch Endzelten. Habe ich auch noch nicht. Fehlt mir auch noch. Hong, nicht schlecht. Aber ich hätte ja einen Relaxo. Hast du schon einen Relaxo? Nee. Schade. Hast du schon Lapp? Ja, Lapp hast du schon. Nee. Hätte echt einen Relaxo gewünscht. Bei Level 24 aus Eiern, das wäre dann mit der Stärke, also das Ding. 1,8, 1,9. Der hat dann nur Level 20 dann. Also es gefällt mir gar nicht, dass Tati so gut gelaunt und motiviert ist. Das kennt man gar nicht aus Yugi. Echt nicht, Mann. Was labert's hier, Mann? Ich war im Yugi immer einer der Pioniere am Anfang, Alter. Ich war Meilenstein immer der krasseste. Okay, jetzt mal Real Talk. Komm, mach ich nicht mehr viel. Passiert echt wenig. Okay, Real Talk. Tati war echt das antreibende Pferd. Ja, okay. Genau, danke. Aber war immer schlecht gelaunt. Immer kein Bock Digga, auf gar nichts. Digga, was ist egal? Er war immer schlecht gelaunt, kein Bock auf nichts und so. Und jetzt? Ich war wegen denen immer schlecht gelaunt. Die haben nie irgendwie ihre Arbeit gemacht, gar nichts. Geil, schön, dich motiviert zu sehen, Mann. Ja. Dass dich aber freust. Weißt du, weil das ist ja das. Weißt du, das ist ein Ding, ja? Das kann ich alleine hochziehen, Leute. Da brauche ich niemanden, verstehst du? Ja? Und bei Yu-Gi-Oh! Waren wir ein Team. Ihr habt gehört, Tati, der einsame Wolf. Der zieht den Weg alleine. Ja. Weder in Team Rot noch in Team Blau bin ich irgendwie beeindruckt. Ich glaube, ich gehe wie Hong Team Gelb, Alter. Also ganz ehrlich, ich wünsche dir ein Hornio, Mann. Oh, 2 Kilometer Ei. Mal ganz schnell. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Bisasam. Ein Topdeck, Mann. Oh mein Gott, der kam von oben, Alter. Ein richtiger Bisasam. Schauen wir mal die Bewertung an. Es kann einfach alles. Es ist schon mal 82% aufwärts, Alter. Weil das ist 90er, da kann ich mir gleich mal ein Bisaflor machen, Alter. Vielen Dank. Oh mein Gott. Vielen Dank. Held gegen Tatman. Vielen Dank.
und du so. Du ich gönne nichts und du gönnst mir genauso wenig. Schau. Ich gönne dir null. Schau mal an. Null gönne ich dir. Warum denn? Weil du mir auch nichts gönnst. Okay. Mein Gott, ich gönne dir alles. Das ist krasse Torte. Ja, Mann. Hier, für unser Lifestyle-Channel, Leute. Ja. Geburtstag feiern mit den Kindern. Ja, theoretisch. Noch ein paar Jahre, dann mache ich richtig fette Fete, Leute. Lade ich mal ein paar Leute ein. Was Alex, der gehört mir nichts, oder? Lass dich überlegen. Also, ich würde sagen, wir machen das so. Du weißt schon, dass ich da wahrscheinlich auf Level 30 oder 31 bin, ja? Ja, wahrscheinlich, ja. Das passt zu dir, Mann. Du weißt schon, dass ich da Minimum auf dem Level bin, oder? Ich glaube, ich schaff das alles. Ich sag's dir doch. Ja, ja. Ich würde sagen, wir wetten. Weil du weißt ganz genau, wenn ich nämlich eine Wette mache, ja, und ich will immer alles gewinnen. Ja? Egal was. Er hat den gewonnen, Mann. TBT einhüllen und noch was anderes. Ja. Ich habe gerade vergessen, was. Ich gewinne alle. Ich hab die Liga gewonnen. Ja, ja, Leidende Liga und TBT einhüllen. Einhüllen. Ey, die Leidende Liga haben die geschenkt. Und TBT im Glück. Ja, werde ich auch gewinnen, weil ich intelligent bin, verstehst du? Ja. Ja. Ich lass halt für mich arbeiten. Ja? Das ist Cheaten. Das ist Cheaten. Nein, das ist nicht Cheaten. Das war. Warum ist es Cheaten? Warum ist es Cheaten? Es ist Cheaten. Ja, klar, es ist Cheaten. Warum ist es Cheaten? Weil du nichts machst. Ja, aber das war, aber dann müssen wir doch die Regeln aufstellen. Aber das hat mich auf eine andere Idee gebracht. Da müssen wir doch die Regeln aufstellen. Das hat mich echt auf eine geilere vielleicht Idee gebracht. Ja, so, TBT Padawan. Nee, das haben wir schon. Aber wieso denn? Das ist Cheaten. Das war ja, Ding halt. Bedingung, also. Ja, okay, jetzt reden wir mal über die Wette. Und die andere Wette hätte ihr auch gewonnen, die wir hatten? Ja, okay, ich würde sagen... Weißt du noch, wo ich dir das dann noch geschickt habe? Ich würde sagen, ja? Die frischen wir auf, ja? Und sagen... Drei Ohrfeigen. Hört ihr doch zu? Drei Ohrfeigen. Um drei Ohrfeigen und um unser zweitstärkstes Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Seid ihr dabei? Wie kannst du nur so. Bis 3. November? Bis du mich minimum eingeholt haben. Bis 3. November bis 23:59. Okay. Nur selbe Level, nicht selbe Erfahrungspunkte. Ja. Selbe Level. Nur selbe Level. Das gibt ja. Ihm einen Vorteil. Ja? Okay. Also, wenn ich Level 32 bin, musst du Level 32 sein. Genau. Ja. Aber ich muss dir nicht sagen, welches Level ich bin, oder? Was? Muss ich dir sagen? Doch, in der Zwischenzeit, welches Level ja, ich bin? Ja, na klar, Mann. Ja, aber es gibt dir einen Vorteil. Sein, ja, aber Euler, trotzdem. Ja, es gibt dir einen Vorteil. Ja, aber man kann auch ja, kommt von hinten, Mann. Sein. Er braucht jeden Vorteil, den er kriegen kann. Und wie oft willst du das dann hören? Welches Level? Ja. Ja, du musst jetzt nicht okay, hintersteigen. Doch, Mann, das sollte er schon limitieren, ja, Mann. Ja, genau. Das macht es strategisch, Mann. Wie oft wirst du in den zwei Monaten von mir hören, welches Level ich bin? Ich würde sagen, in der Woche einmal? Nein. Was? Nein. Das ist achtmal, Leute, bist du bescheuert? Ich hätte gesagt, gesamt fünfmal oder so. Ja okay. Nein, gesamt viermal. Oh mein das Gott. Das sind zwei Monate, fünfmal. Das sind acht Wochen, viermal. Pro Woche, pro zwei Wochen einmal. Das reicht vollkommen. Abgemacht? Warte, also, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Okay. Zwei stärkste Pokémon. Drei Ohrfeigen. Ja. Ich darf nur viermal fragen? Viermal fragen in den zwei Monaten, das sind acht Wochen von jetzt bis zum 3. November. Um 23:59. 3. November, okay. Ja, und? Warte, da war noch was. Das war schon. Nee, da war Nur selbe Level? Gibt's noch was? Alles geklärt? Alles geklärt? Okay, schau. Die Wette gilt, mein Freund. Okay, Mann. Schau die Kamera. Oida, Mann. Ich hab noch so viele Pokémon mit so vielen Bonbons, ja. Ich kann noch so viele EPs machen. Alles nur Gelaber, Mann. Ich kann so viele EPs machen, die wird er gar nicht mal einholen können. Also ich bin ehrlich, ich gebe ihm maximal, also ich denke maximal, er kommt bis Level 34, weil es wird echt brutal schwer. Ja, und du wirst 2 Minuten Level 34 schaffen. Ja. Das ist mal, also, Hong hat schon recht, es kommt drauf an, wie sehr ich mich einsetze, aber... Es geht mir echt nur um diese drei Ohrfeigen, die ich gewinne, Mann. Mhm. Glaubt ihr mir? Also, das ist Yu-Gi-Oh! Wieder für dich tot jetzt, oder? Was? Wieso? FFB direkt zwischen zwei Stops, Mann. Gell? Puh! Ja, was bringt das? Ja, ich gewinne. Ich aktiviere Lockmodul für ihn. Ich aktiviere Lockmodul für ihn. Ich liebe dich. Ja? Ja, ich zerfetze den Gegner ganz schnell und dann direkt raus Pokémon fangen. Kann er ja. Nein, du musst kannst sogar drin bleiben. Alter, ich kann sogar drin. Ja. Oh mein Gott, wie willst du lieber gewinnen, Mann? Indem ich halt dasselbe mache wie du, oder? Also. Dann investier ein bisschen Geld, mein Freund. Passt schon. Mach halt. Okay, ganz ehrlich. Mach schon. Ja. Ich bin jetzt auch bald mit meinem Führerschein fertig. Das heißt, ich bin mit dem Auto unterwegs. Das ist für dich vorbei, Mann.
Auto bringt ja gar nichts. Doch, Mann. Nein. Zerstört meine Hoffnung nicht. Nein. Auf jeden Fall, alle Pokémons werden gezielt gefahren. Digga, die meisten EPs kriegst du nur durch Kilometer-Eier, Mann. Und die du dann mit einem Glücksei noch pusht, oder? Alles ja? Nur Gelaber. Was bringt dir das, er kennt du alles. Unterwegs bist? Alle Tricks, ja, von mir. 10 km/h eingeschränkt. Also ich denke, bis Level 35 wird er schon kommen. Weiter nicht. Ja, weil Tati ist alt und Vater und alt. Ja. Da sagt auch, da gibt Tom also mir recht. Ich bin jetzt schon 250 Kilometer gelaufen. Alter. Trotzdem bist du alt. Was schon. Irgendwann, ich glaube echt, der spielt schon anderthalb Monaten, ja? Der ist richtig immer am Laufen. Irgendwann machen seine Knochen auch nicht mehr mit. Man weiß nicht. Ich bin topfit, Mann. Ja? Vielleicht hört man. Er wird nur fitter dadurch. Vielleicht hört man noch in 2 Wochen, Tati hat einen Bandscheibenvorfall. Ich dachte, die wurde von der Treppe geschubst, man weiß es nicht. Ich bin erstmal im Urlaub, Alter. Ja, man, Kräfte tanken. Das heißt, Kräfte tanken, dort werde ich auch voll Gas geben, Mann. Der Typ ist verrückt, Mann. Also, wer hier denkt, der übertreibt, Hashtag Tati übertreibt. Komm, mit der Hashtag. Diese 3 Ohrfragen werde ich. Hashtag Pokémon ist Serious Business. Hashtag Pokémon ist Serious Business. Ja, Dibi und Barisch kennt sich damit aus. Auf jeden Fall, Level 34 schätze ich mal ein. Es ist machbar. Und wir werden sehen, aber ich bin zuversichtlich und ich freue mich auf die Ohrfeigen. Tati, du auch. Kein Kommentar mehr von Tati. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem Update. Bis dann, leidet nicht. Wie einer von den 2 wahrscheinlich. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familien-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns. Kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.